Wir müssen uns Frauen zum Vorbild machen, die es zu Erfolg und Sichtbarkeit gebracht haben. Deshalb fordere ich Sie auf, Frauen macht Karriere. Frauen macht Karriere. Unter diesem Motto fand in Köln der IHK Frauen-Business-Tag statt. Eine Veranstaltung, die die Teilnehmerinnen dazu einlädt, gemeinsam die Karrierechancen von Frauen in der Businesswelt zu diskutieren. Eine der Rednerinnen, Marion Knaatz, Autorin des Bestsellers Spiele mit der Macht, thematisierte die Herausforderungen weiblicher Führungskräfte in der Geschäftswelt. Und wenn ich so sitze, bin ich energetisch schmal. Wenn mich jetzt einer verbal attackiert, bis mein Hirn da auf Rückschlag geschaltet hat, da ist er dreimal wieder draußen. Deswegen seien Sie immer aufgestellt. Solange wir nicht 50% Frauen bei den großen Professuren, 50% Frauen auf dem Vorstandsposten haben, sind wir darauf angewiesen, uns auch selbst weiter zu stärken, zu befeuern. Und dafür sind solche Tage wie der heutige natürlich wunderbar. Auch die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft ist für IHK-Vizepräsidentin Dr. Sandra von Möller ein wichtiges Thema am Frauen-Business-Tag 2018. Die Digitalisierung verändert unsere Wirtschaft komplett und bietet für uns Frauen ganz neue Chancen und Möglichkeiten. Das haben wir heute nicht nur diskutiert, sondern wir haben spannende Vorträge zu dem Thema gehört. Der Austausch auf der Veranstaltung ist eine lehrreiche Erfahrung für die Teilnehmerinnen und liefert wertvolle Informationen für den beruflichen Werdegang. Ich würde das allen Frauen empfehlen, ja, die ambitioniert sind, kluge Frauen, die gerne Karriere machen möchten, dorthin zu kommen, sich auszutauschen und zu schauen, ja, es gibt die Möglichkeit, man kann es schaffen. Der 7. Frauen-Business-Tag der IHK Köln war ein voller Erfolg.